Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar wurde ich von Codino angeschrieben. Codino ist eine kleine Startup-Firma. Und zwar haben wir hier so ein, nicht nur Software, wie ihr sehen könnt, sondern auch dieses Mal etwas Hardware. Viele von euch haben schon gesagt, ich soll mal ein bisschen was zum Arduino machen. Und genau das machen wir jetzt auch heute. Es geht nämlich auch um ein Arduino in diesem Codino-Paket drin. Das ist sozusagen ein Starter-Kit, damit man alles damit ausprobieren kann. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr um irgendwelche Sachen kümmern. So, wir machen es ganz einfach mal auf. Das soll jetzt kein Unboxing-Video oder sowas werden, sondern es soll, schon ein Tutorial in dem Sinne werden. Okay, wir haben hier zunächst einmal das wundervolle Buch und das ist wirklich, wirklich gut. Da zeige ich euch nachher auch noch vielleicht ein bisschen was. Dann haben wir hier ein USB-Kabel, wer hätte es gedacht. So, und hier finden wir schon mal das Steckbrett. Das möchte ich euch aber eigentlich noch gar nicht zeigen, sondern hier vor allem den Arduino. Das ist ein Arduino Uno für die Leute, die schon wissen, was hier eigentlich Sache ist. Und das ist ein kleiner Mikrocontroller, mit dem ihr direkt einzelne Pins ansprechen könnt und mit Strom versorgen könnt. Das bedeutet so viel wie, ihr könnt mit dem Ding super einfach irgendwelche LEDs zum Beispiel zum Leuchten bringen. Und das werden wir nachher auch machen. Ist absolut nicht schwer, solltet ihr in 15 Minuten selber locker geschafft bekommen. Und ja, wir haben hier, da kann man Strom reinstecken, bei Ground kann man Strom wieder rauslassen sozusagen, damit der Stromkreis auch geschlossen ist und wir keinen Kurzschluss bekommen. Das wäre schlecht, dann irgendwann kann es mal anfangen zu brennen und das wollen wir wahrscheinlich eher nicht. Aber ihr könnt es auch mal zum Brennen bringen. Aber ihr solltet vielleicht einen Feuerlöscher bereitstellen. Gut, hier haben wir dann die Stromversorgung per USB, die wir vielleicht nachher noch mal angucken können. Und dann haben wir hier, wie gesagt, schon das Steckbrett. Das Steckbrett ist genau dazu da. Wir haben hier nämlich einzelne Plätze, wo wir die LEDs reinstecken können, den Strom und so weiter und so fort. Und Strom muss logischerweise auch von Kabeln übertragen werden. Das ist das Ding hier. Hier habt ihr einzelne Kabel, könnt ihr auch abmachen. Also die muss man nicht irgendwie zusammen alle benutzen, sondern man kann sie auch, ja, logischerweise als einzelne Kabel hier dran benutzen. Hier noch mehr Kabel, die werden wir dieses Mal nicht brauchen, sind einfach längere Kabel, beziehungsweise dann auch, nicht nur Mail-Mail-Kabel, sondern auch hier mit Öffnung für Strom. Dann haben wir hier LEDs in verschiedenen Farben, die könnt ihr dann irgendwie zum Leuchten bringen, vielleicht irgendwie eine Ampelschaltung oder sowas bauen, mit blauen vielleicht nicht, aber mit den anderen dreien schon. Gut, dann haben wir hier noch relativ coole Sachen, wie zum Beispiel einzelne Schalter. Schalter logischerweise dazu da, um Sachen anzumachen oder auszumachen. Und hier ganz besondere Dinge, nämlich sowas wie Temperatursensoren oder sogar kleine Lautsprecher. Und ich habe auch schon in dem Buch ein bisschen weitergelesen, logischerweise für euch. Ihr könnt am Ende, also das letzte Projekt ist, soweit ich weiß, ein kleines Keyboard tatsächlich. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und Keyboard nicht im Sinne von einer Tastatur, sondern wirklich von einem Keyboard. Das heißt Strom damit, nicht Strom, sondern Töne damit erzeugen. Cool. Hier haben wir auch so eine coole Sache wie einen Bewegungsmelder. Den werden wir dieses Mal auf keinen Fall ausprobieren. Nächstes Mal vielleicht dann schon. Und das hier sind Widerstände in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Was wir fürs Erste brauchen werden, also hier könnt ihr immer, ich mach's mal gerade hier an die Kamera näher dran, ihr könnt hier an der Farbkodierung ablesen, wie viele Ohm Widerstand ihr habt. Widerstand wird in Ohm gemessen. Das bedeutet, ihr könnt hier ablesen, das hier ist zum Beispiel ein 100 Ohm Widerstand. Und das hier sind eben andere Stärken von Widerstand, ist aber alles in dem Buch wunderbar erklärt. So, und das hier ist ein Display. Damit könnt ihr dann eben solche Sachen angucken, also zum Beispiel auch irgendwie Input geben für dieses Display, was ihr hier eben sehen wollt, sozusagen. So, cool. Was ihr auch noch habt, ist eine eigene Software dafür, um eben diesen wunderschönen Mikrocontroller hier direkt anzusteuern. Das heißt, das ist überhaupt nicht schwer. Ihr könnt damit super programmieren lernen, falls ihr noch nie programmiert habt oder auch einfach ein bisschen rumspielen, wenn ihr schon ein bisschen Programmiererfahrung habt. Ist absolut nicht schwer und die möchte ich euch jetzt gerade mal kurz zeigen. So, ihr seht hier also, codino.de ist die Webseite, da gibt es aber logischerweise den Link in der Beschreibung und weil wir eine kleine Kooperation haben und dadurch bekommt ihr auch einen wunderbaren kleinen Gutscheincode, wenn ihr das Ganze sozusagen über mich kauft oder halt mit dem Gutscheincode unten. An der Stelle möchte ich auch kurz sagen, dass es eine Produktplatzierung ist, das heißt, ich wurde schon gefragt, ob ich ehrlich teste und alles, aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich die Box gratis bekommen habe, was ich echt cool finde und mich natürlich auch dafür bedanken möchte. So, was wir hier also sehen, ist die Webseite von Codino, da könnt ihr gerne mal durchschauen, da wird auch noch alles ein bisschen
bisschen genauer erklärt. Und ihr seht hier, wer zum digitalen Tüftler werden möchte. Das heißt, ihr lernt gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Elektrotechnik. Ihr lernt Programmieren mit dem ganzen Ding und ihr könnt sehr, sehr super kreativ damit werden. Das Ganze ist immer aufgebaut nach dem Build, Code und Play Prinzip. Build, haben wir gerade gesehen, ist auch hier dieses digitale Tüfteln. Das heißt, ihr baut hier eure eigenen Steckplätze, beziehungsweise nicht die Steckplätze, ihr baut eure eigene Schaltung zusammen. Dann Code ist natürlich immer zum Programmieren und Play ist einfach zum Ausprobieren und coole Sachen damit machen. Und wie gesagt, auch manchmal Sachen in Brand stecken. Ist mir auch schon passiert. Nicht unbedingt mit dem Codino-Ding, aber ja. Super. Und ihr könnt dann auch einfach die Software runterladen. Hier einfach auf Software klicken und wenn es geladen hat, dann landet ihr auf dieser Seite hier. Hier könnt ihr dann einfach diese Software von Arduino runterladen. Das ist tatsächlich Open Source. Könnt ihr euch auch den Code angucken, wenn ihr wollt. Aber ja, ihr könnt auch einfach das Ding benutzen. Wunderbar. Und es ist für alle Plattformen verfügbar. Das heißt Windows, Mac, Linux, alles kein Problem. Alles easy. Und die Software konfigurieren, das mache ich gleich mit euch. Das brauchen wir gar nicht weiterlesen. So, das ist der Link. Hier landet ihr, wenn ihr da draufklickt. Und ihr braucht diese Arduino IDE, also die Entwicklungsumgebung. Hier am besten euer System auswählen. Entweder die Windows Installer oder Windows ZIP. Dann Windows App gibt es auch noch. Es gibt logischerweise auch für macOS das Ganze und für Linux. Ich habe hier ein Linux, das heißt, ich werde das Ganze einfach für Linux benutzen. Sieht aber im Endeffekt genau gleich aus. Was ihr bekommt, ist eine Datei, die ihr entpacken müsst. Und dann habt ihr so einen wundervollen Ordner. Und hier braucht ihr einfach nur die Arduino-Datei ausführen. Und schon seid ihr im Endeffekt in der Entwicklungsumgebung. Das ist die hier. So. Und hier ist auch wirklich alles super easy. Ihr solltet nur vielleicht vorher darauf schauen, dass ihr hier alles richtig einstellt vor dem ersten Mal. Und zwar, wenn ihr hier unter Werkzeuge geht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Board auszuwählen. In den meisten Fällen stimmt es auch schon. Haben wir hier den Arduino Genuino Uno. Den brauchen wir auch. Ja, hier könnt ihr natürlich auch noch ein anderes Board auswählen, aber das muss jetzt in dem Fall nicht sein. Und ihr habt hier die Möglichkeit, einen Port auszuwählen. Wenn ihr den Arduino noch nicht angeschlossen habt, dann habt ihr hier auch noch keinen Port zur Verfügung. Ich schließe den jetzt einfach mal über USB an. Das bedeutet, ihr könnt hier den hier nehmen und das USB-Kabel, mehr braucht ihr tatsächlich noch nicht. Und ja, einfach hier Kabel rein. Ganz sanft, logischerweise. Und dann das Kabel. Das viel zu kurze Kabel übrigens an die Entwickler. Ihr könnt gerne mal ein bisschen ein längeres Kabel nehmen. Okay, so und schon seid ihr drin. Jetzt könnt ihr hier wieder weitermachen und könnt unter Werkzeuge und dann den Port auswählen, wo eben der Arduino angeschlossen wurde. Bei mir ist das hier einfach dieses Dev, TTY, ist nicht so wichtig. Hinten dran steht in Klammern, was ihr hier genau braucht. Und ja, dann seid ihr im Endeffekt schon so weit, dass ihr loslegen könnt. Wir wollen jetzt allerdings erstmal unsere Schaltung bauen. Also das war sozusagen das Einrichten von dieser Software hier. Ich werde jetzt hier aber tatsächlich nochmal den USB ziehen. Und dann werde ich das Ganze erstmal hier mit dem Steckbrett zusammenbauen. Das können wir zusammen kurz machen. Ihr könnt da einfach direkt mitmachen. Ist absolut nicht schwer. Und ja, ihr braucht das Steckbrett. Dann zwei Kabel. Einmal blau wie das Meer und schwarz wie meine Seele. Und einen Widerstand, den ich hier nebendran liegen habe. Achtet darauf, dass es ein 100 Ohm Widerstand ist. Die sind im Buch genauer aufgezeichnet. Die kann ich euch gerade ganz kurz mal zeigen. Finden wir hier. So, wunderbar. Also hier steht immer die Farbkodierung, was ihr hier eben, was für einen Widerstand ihr jeweils habt. Das heißt, 100 Ohm ist der schwächste Widerstand, weil wir nicht viel Strom drauflegen. Und der hat dann eben diese Farbkodierung. Das heißt, ihr schnappt euch einfach hier die passende Widerstandsvorlage und nehmt euch die Farbe raus, die dann eben angegeben ist. Logischerweise auch alles im Buch gut beleuchtet und durchleuchtet, logischerweise. So, und jetzt könnt ihr anfangen zu basteln. Diesen Widerstand könnt ihr ohne Probleme auch einfach ein bisschen biegen, sodass ihr hier den da super reinkriegt. Und dann könnt ihr hier anfangen. Was wir hier machen, ist als allererstes mal, wir wollen eine Verbindung aufbauen. Und dazu gehe ich hierher. Und nehmen uns von dem Board den Steckplatz Nummer, naja, nehmen wir Nummer 6 mal. Das heißt, wir nehmen ein Kabel, in dem Fall das schwarze. Jetzt muss ich ganz kurz zu mir gehen. Und stecken das da ganz vorsichtig rein. Ah, mit viel Gewalt. Okay, so und jetzt könnt ihr euch hier einen Platz aussuchen. Ist völlig egal welcher. Einfach zum Beispiel Reihe 35 hier reinstecken.
Und jetzt habt ihr im Endeffekt schon die erste Verbindung aufgebaut. Was ihr jetzt hier habt, ist, ihr habt einen Stromfluss, also noch nicht, aber nachher, wenn wir das Ganze programmiert haben, ohne Programmierung habt ihr noch keinen, aber mit Programmierung nachher fließt der Strom hier durch in dieses wunderbare Ding hier rein. Und anschließend muss da irgendwas passieren. Da wollen wir uns eine LED schnappen. Die habe ich noch nicht vorher rausgenommen. Okay, ich habe sie vorher rausgenommen, aber ich habe sie wieder reingetan. Und wir nehmen jetzt hier offensichtlich eine grüne, weil ich gerade grün hier habe. So, ihr seht, wenn ihr das Ding jetzt genauer anguckt, wenn ich das so halte, seht ihr, eins davon ist länger und eins ist kürzer. Das längere ist Plus, das kürzere ist Minus. Das heißt, was ihr hier rausbekommt, ist Plusstrom. Und was ihr wieder raus haben wollt, ist der Minusstrom. Das heißt, was ihr jetzt macht, ist das Plusende, das längere Ende in die Reihe 35, da wo auch das Kabel drin steckt, und das kürzere in die Reihe nebendran einfach. So, easy. So, und anschließend brauchen wir einfach nur das zweite Kabel hier drüben in irgendeine von diesen Minusteilern hier reinstecken. Ich mache es jetzt mal hier in das unterste von diesem Block. Und danach hier drüben in Ground. Ground ist das 1, 2, 3, 4. Ganz vorsichtig, mit voller Gewalt. Und jetzt habt ihr sozusagen einen kleinen Stromkreis, der aber noch nicht geschlossen ist. Denn was ihr jetzt im Endeffekt habt, hier läuft Strom rein, dann leuchtet die LED und dann, was passiert mit dem Strom? Er liegt hier, ich nehme mal kurz den Widerstand zur Hilfe, er liegt hier auf diesen 5 Dingern hier komplett an. Das Problem ist, irgendwie muss der Strom hier rüberkommen und auch wieder hier rüber. Also zum Arduino-Board und zum Ground. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier das Kabel direkt neben die LED reinstecken würde, hätten wir einen Kurzschluss und höchstwahrscheinlich würde uns die LED durchschmoren. Macht nichts, wir haben ja genug zum Ausprobieren, aber wir wollen das natürlich möglichst vermeiden. Deswegen nehmen wir den Widerstand hier, den 100 Ohm Widerstand, und packen den da rein. So, okay, jetzt sind meine Wurstfinger zu fett. Ich muss das Kabel nochmal rausziehen. Und wir nehmen den jetzt hier einfach da rein und da drüben raus. So. Gut. Und jetzt haben wir einen geschlossenen Stromkreis. Wenn ich jetzt das Board hier verbinde, dann werden wir gleich was sehen. Und das schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. So. Und wir sehen eine blinkende LED. Bei euch wird die LED höchstwahrscheinlich nicht blinken. Das macht gar nichts, denn ihr habt auch noch keinen Code damit geschrieben. Also, was wir hier als allererstes mal machen, ist, wenn wir dieses Ding hier so haben, so sieht es am Anfang aus, dann werdet ihr hier erstmal das Ganze hochladen müssen auf euer Arduino-Board. Das heißt, wir gehen nochmal kurz gucken. Hier, okay, alles gut. Und dann laden wir erstmal den ganzen Code so hoch, wie er ist. Und das ist eben der Standardcode. Das heißt, hier seht ihr ein paar blinkende Lichtchen, hat man gerade ganz kurz gesehen. Und dann ist diese LED wieder aus. Das liegt daran, dass hier kein Code drin ist. Den Code, den müssen wir erst noch selber schreiben. Ich hatte da schon ein bisschen was vorbereitet, damit man eben hier auch die LED gleich sehen kann. Aber wenn das Ganze hier unten keinen Fehler wirft oder nichts Rotes hier steht, dann ist alles erfolgreich. Das heißt, ihr habt schon mal euer Arduino-Board auf jeden Fall richtig angeschlossen und den Stromkreis auch. Und ja gut, den Stromkreis nicht unbedingt, aber das Arduino-Board auf jeden Fall. So, und was wir jetzt als allererstes machen wollen, ist, wir wollen mit Variablen anfangen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute von euch schon programmieren können. Wahrscheinlich einige, vielleicht aber noch nicht einige. Variablen sind einfach sozusagen Namen für irgendwelche Werte. Das heißt, wenn ich jetzt hier int LED gleich 6 reinschreibe, dann bedeutet es so viel, wie ich schreibe den Wert 6 in die LED rein. Warum habe ich jetzt hier 6 reingeschrieben? Naja, wir haben hier den 6. Pin benutzt zum Strom anlegen. Das heißt, dadurch, dass wir Nummer 6 benutzt haben, brauchen wir hier den Wert 6 in der LED drin. Wenn wir jetzt aber hier 7 oder 8 oder 9 oder was auch immer reinschreiben, dann müssen wir hier eben auch diesen int-Wert umwandeln. Int bedeutet so viel wie, es ist einfach nur eine ganze Zahl, mehr ist es nicht. Also wirklich nicht kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir wissen, was das Ding hier tut. Und jetzt können wir, statt dass wir 6 schreiben, können wir auch einfach LED schreiben. Also es ist einfach nur ein anderer Name für diesen Wert hier. Wir können den Wert aber sogar überschreiben, das machen wir jetzt aber gerade mal noch nicht. So, und in der Setup-Methode macht man jetzt Folgendes, das ist dieses Void-Setup mit den beiden Klammern und den geschweiften Klammern. Innerhalb der geschweiften Klammern steht dann der Code, den ihr hier drin ausführen wollt. Das ist der Code, der genau einmal ganz am Anfang ausgeführt wird. Das heißt, wir sagen dem Board, welche Pins benutzt werden. Das heißt, wo soll Strom durchfließen und wo wollen wir vielleicht auch Strom wieder rauslesen. Und das ist jetzt bei uns logischerweise an Stelle Nummer 6. Das heißt, wir können hier einfach reinschreiben,
Und der Name ist tatsächlich fest hier. Den müsst ihr einfach so übernehmen. Pin Mode. LED. Also statt LED wird hier das Programm 6 eintragen. Das heißt, hier steht eigentlich nicht LED, sondern 6. Also an Stelle Nummer 6 wollen wir Output haben. Output bedeutet so viel wie wir wollen Strom rausschicken. Das heißt, wir wollen aber keinen Strom empfangen. Wir können natürlich auch Strom empfangen, wenn wir irgendwelche Sachen mit diesem Controller da gemacht haben, können wir auch Strom empfangen. Das wäre dann Input, aber wir haben jetzt hier Output. Das bedeutet, wir wollen die LED zum Leuchten bringen. So, und in dieser Loop-Methode, Loop ist Englisch für Schleife, das heißt, das hier wird immer wieder ausgeführt, einfach dauerhaft. Zum Beispiel eben blinken oder einfach nur komplett an sein, was wir jetzt als erstes machen werden. Da wäre zum Beispiel eben hier Void, Loop, Klammer, Klammer, und dann in diesen geschweiften Klammern schreibt ihr rein, was immer wieder ausgeführt werden soll. Auch nicht besonders viel, wir wollen einfach bloß diese LED eben zum Leuchten bringen. Und das machen wir mit Digital Bright, Klammer, Klammer. Und hinten, Achtung, immer das Semikolon reinschreiben. So, und jetzt müssen wir in diese runden Klammern eintragen, wo wir denn Strom anlegen wollen. Und wo wollen wir Strom anlegen? Naja, an LED, denn die wird ja benutzt. Also LED ist hier wieder mal die 6. Das heißt, hier steht eigentlich, wir wollen Strom ausgeben an 6. Dann Komma, und hinten dran kommt, was für Strom wir ausgeben wollen. Wir können zwei Arten von Strom ausgeben. Wir können hohen Strom ausgeben, das wären dann die 5 Volt. Und wir können aber Low-Strom auch ausgeben, das wären dann 0 Volt. Sprich, kein Strom fließt. Wenn wir das Ding jetzt hier laufen lassen, dann können wir hier einfach diese LED zum Leuchten bringen. Das Ganze müsst ihr jetzt natürlich nicht von mir wissen. Das steht alles komplett in dem Buch. Absolut super beschrieben mit Kommentaren in eurem Code. Das hier ist ein Kommentar, falls ihr es gerade nicht wisst. Und zwar wird da alles genau erklärt, was ihr hier machen könnt. Also in dem Codino-Buch tatsächlich dann. Und ja, sehr, sehr angenehm. Vor allem für Programmieranfänger, denke ich mir mal, das kann wirklich jeder verstehen. Und ist echt easy geschrieben. Okay, und jetzt, wenn ich hier auf Hochladen klicke, dann sehen wir, es passiert hier irgendwas. Hier haben wir wieder ein paar Lichter blinken sehen und dann sehen wir die LED leuchten. Super gut. Und ja, weil ich das jetzt vorhin noch so zum Testen gezeigt habe, möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ihr das Ganze zum Blinken kriegen könnt. Ist auch nicht wirklich schwer, ist einfach ein neuer Befehl und alles andere könnt ihr im Endeffekt schon. Und zwar, wir wollen, dass diese LED ein bisschen leuchtet. Das heißt, wir pausieren unseren Code mit Delay, zum Beispiel für 500 Millisekunden. Millisekunden müsst ihr hier nicht reinschreiben, nicht wie in der Physik, wo ihr immer Einheiten reinschreiben müsst. Hier einfach nur 500. Und dann wollen wir niedrigen Strom raussenden. Das heißt, wir wollen die LED wieder ausschalten. Also LED, Low. Und dann wollen wir sie natürlich auch eine Weile aushaben. Das heißt, wir fangen eigentlich nach Loop immer wieder direkt hier oben an. Also immer wird dieser Code zwischen diesen geschweiften Klammern die ganze Zeit ausgeführt. Sprich, wir haben hier Strom, kurze Pause, kein Strom. Und dann direkt wieder Strom, kurze Pause, kein Strom. Das heißt, wir müssen hier auch noch kurz warten, damit die LED auch mal kurz aus sein kann. Ups. Und tippen sollte ich natürlich auch lernen. Digital Write. Und wir wollen wieder die LED. Quatsch, was mache ich denn? Wir wollen hier einfach eine kurze Pause haben und zwar wieder von 500 Millisekunden. So, am Ende natürlich wie immer ein Semikolon und wenn ich das jetzt hier hochlade, dann sehen wir, dass es kurz was macht und die LED blinkt. Wunderbar. Ja, das wäre sozusagen das allererste Video zu Codino, zu dem Arduino Uno, den wir hier mit dem Steckbrett verbunden haben. Und ich soll natürlich auch noch hier kurz ein Fazit euch mitteilen. Das heißt, wie gut finde ich Codino und diese ganze Box? Im Endeffekt ist es wirklich super zum Programmieren lernen, zum Spaß haben mit LEDs, zum Spaß haben mit Widerständen. Irgendwelche Kurzschlüsse programmieren oder auch nicht. Wäre wahrscheinlich besser, wenn man es nicht tut. Es macht wirklich Spaß, damit rum zu experimentieren. Und man hat eben direkt seine Ergebnisse. Das heißt, man muss nicht irgendwie erst wirklich mit Kommandozeilen, Parametern arbeiten, wie man es beim normalen Programmieren lernen muss. Man hat einfach direkt ein Ergebnis und man kann sehen, wie die LED eben anfängt zu leuchten. Das finde ich ziemlich cool. Es ist ein komplett anderer Weg zum Hingehen ans Programmieren und ja, ich kann ihn euch durchaus empfehlen. Gut, also das war's von meiner Seite schon wieder. Wenn ihr Bock auf mehr Videos mit dem Arduino bzw. mit dem Codino Pack habt, dann lasst ihr mich das Ganze wissen. Und das war's erstmal von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.